persönlich. Heute kam Maute an die Küchentür. Sie schnurrte kurz, kratzte, als wir nicht sofort öffneten, leise am Holz, stolzierte schließlich durch die nun aufgezogene Tür herein wie Nofretete persönlich, ignorierte uns vollkommen abgrundtief komplett, schritt langsam durch unsere unterm Tisch ausgestreckten Beine hindurch zum Wassernapf, rümpfte kurz die Nase, weil er so gut wie leer war, trank ausgiebig, nachdem wir ihn, geplagt von schlechtem Gewissen, gefüllt hatten, strich dann um den Ofen, schnurrte erneut, jagte 17 Sekunden lang ein unsichtbares Etwas unter der Spüle und sprang endlich mit einem einzigen eleganten Satz auf deinen Schoß. Und als René hereinkam, um sich einen Mitternachtsimbiss zu bereiten, sagte er leise, na ihr drei? Ja, das ist ein ganz stiller. Jetzt kommt einer, der heißt Zu früh. Dass Frau Bremer doch nicht starb, blieb lang noch Gespräch in der Nachbarschaft. Dass Max Greining, der Bauarbeiter, der ihr den Balken aus über 15 Metern Höhe auf den Kopf hatte fallen lassen, sich nur 2 Monate später mit Frau Bremers Enkelin verlobte. Er hatte sie wiederholt bei der alten Dame im Krankenhaus getroffen. Erfuhr man erst kurz vor der Hochzeit. Sie wurde im Folgejahr gefeiert, als nämlich Frau Bremer, bis auf eine hässliche, von ihr wie ein als stolzes Zeichen ihrer Untotbarkeit getragene Narbe auf der Stirn wieder vollkommen hergestellt war. 14 Jahre später starb Frau Bremer dann einen entspannten Tod im eigenen Bett. Im Keller fand man einen Sarg, gezimmert aus Brettern von Maxens Balken. Der Balken hatte 2 Aufgaben, stand im Testament. Für die 2. ist es damals noch zu früh gewesen. Ja, wenn man schnell schreiben muss, weil man sich selber nur 10 Minuten erlaubt hat, 1/4 Stunde, da kommt man mal auf verrückte Ideen. Manchmal kommt man auch auf gar keinen. Aber jetzt kommt ein etwas schwierigerer. Was Ehe ist. Sie schon an. Was Ehe ist. Ich habe nachgedacht, sagt er, sieht auf den Tisch, auf seine Hände, räuspert sich. Wir können alles machen. Er sagt es genau so. Er sagt, alles machen. Außer, du weißt schon, bricht ab, räuspert sich wieder. Außer, naja, außer das Allerletzte. Er nickt, als er es sagt, betrachtet jetzt seine Knie. Wenn ich sagen kann, ich meine, sagt er, falls sie es doch herausfindet, wenn ich dann sagen kann, wenn ich beschwören kann, wenn ich ohne zu lügen beteuern kann, dass ich nicht mit dir, er nickt wieder, dann ist es nicht so, du weißt schon, nicht so schlimm, verstehst du, das Vergehen. Er sagt tatsächlich Vergehen. Es ist dann nicht wirklich von Bedeutung, nicht ganz so gravierend. Dann lässt sie es irgendwie durchgehen. Aber alles andere, ernsthaft. Alles andere können wir machen, wenn du einverstanden bist, natürlich.